Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu The Legend of Zelda Majora's Mask. So, meine Lieben, wir laufen jetzt hier mal weiter geradeaus, denn hier hinten ist etwas, wo es wohl jetzt auch weitergehen wird, was wir machen müssen. Hier soll es wohl ein Schild geben. Ah, jener, der mich erweckt, soll gegen mich im Kampf bestehen. Erst dann werde ich die Wut der Flammen ersticken. Okay. So, und jetzt soll ich mich hier vorstellen und soll die Sonate des Erwachens spielen. Wo ist sie denn noch? Mit der Befreiung? Ach, da. Die Sonate des Erwachens. Oh oh. Junger Schwertkämpfer, du hast mich gerufen. Bevor wir reden, muss ich deine Fähigkeiten auf die Probe stellen. Halte mich auf, trotze der Feuerwand. Stelle unter Beweis, dass du mich besiegen kannst. Narf, narf, narf. Ja, so, und jetzt muss ich ihm wohl hinterherrennen, soweit ich verstanden habe. Also ich habe dafür halt jetzt einfach mal meinen Mann ein bisschen befragt. Und zwischendurch müssen wir hier diese Dinger ausmachen und erst dann nicht ausmachen, bekämpfen. Huch. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn jetzt schon bekämpfen sollte. Ich habe ihn aus Versehen gehauen. Es war ein aus Versehen. Aua. War voll das aus Versehen. Ich wollte ihn doch noch gar nicht hauen. Warte, ich gebe mich geschlagen. Steck deine Waffen weg. Ach so, wahrscheinlich musste ich ihn doch verhauen. Ich habe einst die Armee von Ikana befehligt. Man nannte mich Skulkita. Weil die Schande eines verlorenen Kampfes in unserem Reich auf mir ruht, habe ich hier auf jemanden gewartet, der meine Seele erwecken würde. Junger Krieger, der du mich erweckt und besiegt hast, ich verlasse mich auf deine Stärke, um meine Bitte zu erfüllen. Ich bitte dich, nimm meine Seele, die dort in den lodernden Flammen ruht. Trage meine Worte zu meinen Leuten, die mir auch im Tod noch treu ergeben sind. Sag ihnen, der Krieg ist vorüber. Dann erst werde ich zufrieden in den ewigen Schlaf sinken können. Hauptmann, Sir. Darf ich abtreten, Sir? Was muss ich machen? Vielleicht muss ich ja jetzt noch das Lied der Befreiung spielen. Ah ja, okay. Jawohl, Sir. Okay, kein Lied der Befreiung. So, aber da kommen wir bestimmt nicht so einfach rüber. Zur Sicherheit benutze ich mal den Enterhaken. Yay! Du hast den Helm des Hauptmanns erhalten. Die Geister hunderter Soldaten leisten diesem Symbol der Autorität gegenüber ihren Treueeid. Sehr schön. So, dann muss ich jetzt wieder hier runter. Muss die Maske aufsetzen gleich. Und mit den Skeletten reden, glaube ich. Hallo. Huch. Oh, Hauptmann. Verzeiht mir, Sir. Okay. Der macht nichts. Aber die hier. Huch. Hauptmann, Sir. Verzeiht mir, Sir. Der Hauptmann ist da. Habt Acht. Es ist schon so lange her, dass wir euch sahen, Sir. Wir bewachen jede Nacht ein anderes dieser Gräber, genauso wie ihr es befohlen habt, Sir. Wir haben nur auf euren nächsten Befehl gewartet. Öffnet das Grab. Es öffnen? Zu Befehl, okay. Okay.
Sie bewachen jede Nacht ein anderes Grab. Wollen wir doch mal gucken, was in diesem Grab ist. Wir sind jetzt, glaube ich, in der zweiten Nacht, oder? Bin mir gerade gar nicht sicher. Nee, wir sind noch in der ersten Nacht. Sehr gut. Unterm Ikana-Friedhof. Oh, kann ich da einfach rüberhüpfen? Okay, vielleicht bin ich ja hier sogar richtig. Nein, das Herz hier, das ist abgestürzt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Boah. Nein, nicht so viele, nicht so viele, nicht so viele. Ah. Oh Gott, ich hasse diese Fledermäuschen. So, Dämmerung ist auch schon da, aber das macht nichts. Wir sind, glaube ich, sogar schon im richtigen Grab. Eine Kiste. Jetzt gucken wir mal erstmal hier rein. Okay. So, eben öffnen. Juhu! So, und jetzt lasst mich mal raten. Vermutlich muss ich die beiden Dinger da anmachen. So, wetten. Ach, da ist noch einer. Oh, geht doch. So. Ah, perfekt. Oh, oh, was ist er denn für einer? So einen habe ich ja noch nie gesehen. Okay, was sagst du dazu? Das ist ein Eisenprinz. Nimm dich vor seiner Axt in Acht. Schlage zu, wenn er seine Deckung vernachlässigt. Oh Gott. Oh, okay. Oh ja, seine Axt. Oh, ich wollte gerade weghuschen. Wow. Oh. Juhu! Nee, er ist noch nicht. Er ist ja noch gar nicht kaputt. Wow. Wo, 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 weg. Was macht Link denn da? Link, was tust du denn da? Ich wollte ihn eigentlich anvisieren. Aber. Es ist echt gar nicht so leicht. Okay. Ja, komm, komm. Komm, hau mich, hau mich. Na, ah, das ist natürlich nicht so gut. Okay. Ja, jetzt aber. Juhu. Geschafft. Bist du der eine, der meine Seele befreit hat? Einst diente ich dem Königshaus von Ikana als Komponist. Mein Name ist Moll. All die Lieder, die mit der königlichen Familie verbunden sind, haben mein Bruder und ich komponiert. Oh, Dur, mein lieber Bruder. Er verkaufte seine Seele an die Finsternis. Er war es, der mich hier einschloss. Du, der du die Toten nicht fürchtest, lerne nun die Melodie, die hinter mir geschrieben steht. Und triffst du jemals auf meinen Bruder, dann bitte ich dich, ihm dies mitzuteilen. Die 1000 Jahre voller Regen, welche mein Lied ruft, sind meine Tränen. Der Donner, welcher die Erde erbeben lässt, ist mein Zorn. So lautet meine Bitte. Okay, dann wollen wir mal das Lied lernen, würde ich mal sagen. Hä? Ah, okay.
Die tausende Jahre voller Regen, welche mein Lied ruft, sind meine Tränen. Der Donner, welcher die Erde erbeben lässt, ist mein Zorn. Hier steht das Lied geschrieben, das seine verwunschene, schwarze Seele reinigen soll. Bewahre dieses Lied tief in deinem Herzen. Hymne des Sturms. Das ist die Hymne des Sturms. Eine aufbrausende Hymne voller Leidenschaft, die Flüche davon bläst. Schön. Du hast am ersten Tag ein Grab auf dem Friedhof von Ikane erkundet und von Moll die Hymne des Sturms gelernt. Okay. War's das jetzt? Oder muss ich hier noch mehr machen? Nö. Ich glaube, das war's. Ich glaube, wir können jetzt wieder gehen. Auch ein Herzchen wäre jetzt mal irgendwie nett gewesen, ne? Kein Herzchen. Nein! Oh, Gott sei Dank. Ich dachte schon, es fällt wieder darunter. So, geschafft. Da hinten hin kommen wir nämlich nicht. Zumindest nicht von hier aus. Ich denke, da müssen wir dann in ein anderes Grab. Aber da müsste ich jetzt erstmal warten bis zur nächsten Nacht. Ich glaube, das mache ich jetzt hier an dieser Stelle. Wir spulen jetzt mal vor. Bis zur nächsten Nacht. Genau, das ist eine gute Idee. Weil dann hüpfen die ja angeblich um ein anderes Grab drumherum, richtig? So. Sehr schön. Da müssen wir mal gucken. Nacht des zweiten Tages, es verbleiben 33 Stunden. Ich will nämlich wissen, was das dann da ist. Also eigentlich, hier waren sie, glaube ich, erst, ne? Genau, hier ist ja noch das Loch. Jetzt sind sie hier am Tanzen. Huch. Ah, Hauptmann, Sir. Verzeiht mir, Sir. Der Hauptmann ist da. Habt Acht. Es ist schon so lange her, dass wir euch sahen, Sir. Wir bewachen jede Nacht ein anderes dieser Gräber, genauso wie ihr es befohlen habt, Sir. Wir haben nur auf euren nächsten Befehl gewartet. Öffnet das Grab. Und da bin ich ja mal gespannt, was da jetzt ist. Voll die Grabschändung hier, aber egal. Nicht darüber. So, schön. Aha. Ah, jetzt sind wir hier auf der Seite. Sehr schön. Was ist das? Ein Bild. Ein Bild. Das ist alles? Einfach nur ein Bild? Kann ich da was machen? Vielleicht ein Lied spielen oder so? Nö, hat nichts gebracht. Was soll denn dann das Bild hier? Das Bild hat doch bestimmt irgendwas zu bedeuten. Naja, vielleicht auch nicht. Vielleicht hat es auch einfach nichts zu bedeuten. Naja, gut, okay. Bevor wir jetzt allerdings hier nochmal die Zeit voranspulen, werde ich mal eben woanders hingehen und mir ein Herzteil holen, glaube ich. Das machen wir mal eben. Nein, 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 nein. Hier muss ich hin. Schädelküste. So. Schön schwimmen. Sehr schön. Ach, ich hätte vielleicht die Maske vorher wechseln sollen. Dann hätten wir ein bisschen schneller schwimmen können. Aber naja, egal. Passt schon. Aber wir können schneller laufen.
Falls ihr mal das Spinnenhaus machen möchtet, also wenn ihr da Bock drauf habt, das wollte ich jetzt nicht, dann ist hier das Spinnenhaus am See. Hä? Ach nee, hier brauchte ich ja eine Bombe, glaube ich. Ja, genau. Dann muss man das halt hier so machen. Und diese tollen Dinger hier, diese Spinnen, kriegt man mit dem... Ach. Da, so haben wir es. Genau, also ihr seht schon, man kriegt die mit dem Enterhaken hier kaputt. Und dann kann man sich auch direkt das Ding damit schnappen. Das ist halt auch sehr praktisch, weil ohne wird es auch gar nicht gehen. Also ihr könnt die Spinnenhäuser auch erst machen, wenn ihr eben diesen Enterhaken hier habt. Aber das ist jetzt eigentlich erstmal egal, weil ich will ja nur erstmal da rein. Frage, wie bin ich jetzt nochmal da reingekommen? Ach ja. Da bin ich da reingekommen. Oh, komm schon. So, jetzt aber. Na, geht doch. Ich will ja jetzt nicht die Spinnen kaputt machen. Das habe ich ja schon gemacht. Das habe ich ja schon privat gemacht. Ihr müsst übrigens, wenn ihr hier in diesen Spinnenhäusern seid, auch als Gurune immer mal wieder hier gegen diese Uhren rollen oder springen oder sonst was. Weil da sind auch manchmal welche. Also da sind halt auch welche drin. So, aber ich will ja jetzt da hinten an die Kiste ran, weil in den Raum bin ich noch nicht gekommen. Warum? Weil man da nur rankommt, wenn man hier diese Maske hat. Huch! Ah, Hauptmann, Sir, es ist schon so lange her, dass wir euch gesehen haben. Wir gehen den Geheimnissen dieses Ortes nach, genauso wie ihr es uns befohlen habt. Aufgrund meiner Informationen sollte Kreuz als zweites getroffen werden. Habe ich meine Pflicht erfüllt? Ah, habt Dank, Sir. Ich hoffe, dass meine Informationen hilfreich waren. Wie ihr es befohlen habt, werde ich nun meine letzte Pflicht erfüllen. Okay, wartet, ich brauche einen Stift. Kreuz als zweites, hat er gesagt. Schreibt mir das mal lieber auf, man weiß nie, was passiert. Jawohl, Sir. Ja, das dachte ich mir irgendwie. So, okay. Kreuz als zweites. Ah, Hauptmann. Oh Mann. Geheimnisse des Ortes. Aufgrund meiner Informationen sollte Caro als fünftes getroffen werden. Okay, Caro 5. So, hast die Pflicht erfüllt, bist entlassen. Ah, Hauptmann. Herz als drittes, okay. Wovon sprechen die überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Huch, Hauptmann. Okay, Geheimnis, Peak als viertes. Aber wie, wovon die jetzt sprechen? Keine Ahnung. Eigentlich dachte ich jetzt, dass es hier irgendwas vielleicht damit zu tun hätte. Wartet mal. Ah, da sind die Symbole drauf. Alles klar. Gut, das bedeutet, ich muss die wahrscheinlich jetzt in der richtigen Reihenfolge anschießen. Warte mal, was? Die haben ja mit 2 angefangen. Kreuz als zweites, aber das sind doch nur 4. Dann hat sich einer vertan. Vielleicht fängt es dann mit Caro an. Dass sich der vertan hat. Okay, nein. Was ist denn dann die 1? Peak. Peak soll 4 sein, wurde gesagt. Dann Kreuz 2 wahrscheinlich. Dann Herz 3. Und Karo... Hä? Hä? Okay, das verstehe ich jetzt nicht.
Das verstehe ich aber jetzt nicht. So, eins, zwei, drei und vier. Aber da sagt er dann nö. Das ist ja merkwürdig. Hä, verstehe ich nicht. Eins, zwei, drei und vier. Eigentlich. Mal irgendwie nicht. Hä? Naja, okay. Dem gehe ich im nächsten Part auf den Grund. Wir sehen uns dann in einem neuen Part wieder. Bis dahin. Tschüssi.